Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, ich habe wieder ein Update zur Palantir Technologies Aktie für euch dabei. Wir gehen kurz und knapp hier auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein. Leider haben wir hierzu eben noch keinen Wachstums- oder Qualitätscheck bereitgestellt. Deshalb hier auf die wichtigsten Finanzkennziffern. Dann schauen wir uns an, was aktuell wichtig ist, also was man hier beachten muss, gerade hier kurstechnisch. Und dann schauen wir uns das Ganze natürlich im Chart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten hier direkt. Und zwar jetzt mit den wichtigsten Finanzkennziffern. Wer da was Palantir ist, wissen die meisten. Sie sind ja hier im Softwarebereich bzw. in der Datenanalyse tätig und sie haben hier sowohl den Regierungsbereich wie auch den Nichtregierungsbereich. Sie bekommen hier auch immer wieder neue Deals, gerade auch von Regierungsseite der USA. Sie sollen jetzt hier auch schon im Einsatz bei der Polizei in Deutschland gewesen sein, aber es ist momentan noch so ein bisschen, mehr oder weniger rechtswidrig, wurde jetzt auch gesagt, weil einfach das noch ein bisschen umstritten ist momentan. Also ich glaube einfach, dass auch die Meinungen hier sehr weit auseinandergehen zu Palantir. Ich persönlich glaube aber, wenn man es mal rein aus den Investoren-Gesichtspunkt sieht, dann ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Geschichte, wo die hier unterwegs sind, hier im Big-Data-Bereich. Das wird auch immer mehr werden, weil immer mehr Daten unterwegs sein werden, beziehungsweise immer mehr Daten ausgewertet werden müssen in Zukunft, weil es uns auch immer mehr in den Online-Bereich treibt. Und daher, glaube ich, ist Palantir sowohl im Regierungsbereich als auch im Nichtregierungsbereich hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass man doch in Zukunft hier mehr auf ein Unternehmen wie Palantir vertrauen muss, beziehungsweise sie auch braucht für die Datenanalyse. Das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich glaube, hier sind die Meinungen einfach ein bisschen zwiegespalten. Schreibt mir aber gerne unten meine Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, und jetzt auf die wichtigsten Finanzkennziffern. Also der Umsatz dieses Jahr soll sich auf 1,2 Milliarden Euro belaufen. Das Nettoergebnis hier noch negativ, ist für mich aber ein ganz klarer Wachstumstitel, daher auch noch normal bei minus 443 Millionen. Und die Nettoliquidität liegt bei 1,4 Milliarden. Also hier ist auch schon Geld da. Und der Umsatz nächstes Jahr soll dann auch schon ansteigen auf 1,5 Milliarden. Auch das Nettoergebnis soll sich deutlich verbessern auf nur noch minus 282 Millionen. Und die Nettoliquidität soll sich erhöhen auf knapp über 1,6 Milliarden. Marktkapitalisierung ist eigentlich schon recht stolz. Sie sind bei über 34 Milliarden Euro und die Mitarbeiterzahl bei über 2400 Mitarbeiter. Das sind die wichtigsten Hardfacts im Überblick. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was hier aktuell wichtig ist. Der aktuelle Stand ist so, dass man jetzt einfach einen gewissen Widerstandsbereich hier erstmal durchbrechen muss. Die Frage ist, kann es jetzt kurstechnisch gelingen? Wir werden nachher im Chart sehen, dass wir wirklich gerade so eine relativ kleine Range haben, wo wir uns richtig seitwärts bewegen, weil einfach der Ausbruch nicht gelingen will. Und das aber natürlich hier nur im kurzfristigen Bereich. Und zwar ist es so, dass über dem aktuellen Kurs von 24,45 ungefähr, also Dollar, eine kleine Hürde liegt. Und es kommt jetzt eben darauf an, dass man hier die Marke von 22 Dollar verteidigen kann, dann könnte man wieder hier knapp über 27 Dollar die Richtung ansteuern. Und man kann einfach die Entwicklung sehr, sehr schlecht einschätzen, weil natürlich hier Palantir die Geschäfte und Umsätze nicht mehr als nötig auch zu uns nach außen trägt. Das heißt, man hat nicht so ganz großen Einblick hier auch in die Zahlen. Und das tut natürlich die Einschätzung der Lage nochmal ein bisschen verkomplizieren. Und somit kann man nicht ganz klare Aussagen treffen. Aber man kann zumindest mal hier kurstechnisch schauen, was wichtige Widerstände sind und welche Kursmarken man hier erstmal knacken müsste. Wenn eben der Widerstandsbereich hier bei knapp 27,50 erreicht werden kann, wir sprechen immer noch von Dollar, dann könnte hier das alte Hoch von über 44 Dollar wieder angelaufen werden. Ist aber für mich erstmal ein bisschen weiterer Zukunft, weil man sollte erstmal schauen, dass man die kleinen Hürden hier und mittleren Hürden überwinden kann. Ganz wichtig ist aber, dass der Kursbereich um 20 Dollar nicht unterschritten wird, weil dann könnten die Kurse nochmal stark nach unten korrigieren und das Ganze schauen wir uns jetzt hier im Chart zusammen an. Wir sehen hier jetzt, das ist jetzt der Euro-Chart, wir sehen hier, sind hier auf Frankfurt, wir haben hier ein Minus von 0,63% am letzten Handelstag, also relativ bei Null gehalten. Wir haben einen Kurs von 18,98 aktuell und wir sehen hier gerade so diese Seitwärtsphase immer so zwischen 18 und 20 Euro. Man kann sich nicht wirklich nach oben durchsetzen. Ganz wichtig bleibt jetzt der Bereich hier in der 50-Tage-Linie, so im Bereich um die 21,86. Die sollte man hier signifikant überschreiten. Dann kann man hier eben auch wieder neue Allzeithoch sehen. Aber momentan fällt es einfach der Aktie schwer, nach oben auszubrechen. Ich glaube, hier braucht es einfach nochmal einen positiveren Newsflow. Man darf, glaube ich, hier davon ausgehen, dass wenn hier auch mal positive News weiter rauskommen, vielleicht neue Deals
dann kann das hier vielleicht auch den Kurs nochmal befeuern. Man sieht eben, wir waren bei dem letzten Allzeithoch bei 35,60 und hat dann hier mal eben diese 50-Tage-Linie unterschritten und seitdem kommt man aus dieser Seitwärtsbewegung nicht mehr raus. Und ich bin gespannt, aber das ist jetzt nur so im kurzfristigen Bereich. Mittel- und langfristig bin ich mega überzeugt, weil sie einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema aufgreifen, was in der Zukunft unabdingbar ist, auch wenn man darüber jetzt diskutiert. Aber man braucht so ein Unternehmen wie Palantir. Daten müssen auch ausgewertet werden und dieser Big-Data-Bereich ist definitiv die Zukunft, das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich sehr freuen. Das war's von meiner Seite, ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!